Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, mein Name ist Stefan Eisler und ich begrüße Sie recht herzlich zu den Regio News von dieser Woche. Unsere wichtigsten Meldungen für diese Woche sind die Pendlerzählung auf der Strecke Stein am Rhein-Winterthur, eine Golfschlägerattacke in Schaffhausen und das Schwingfest in Eschenz. Doch zunächst zu Wirtschaft und Politik. Ramsen – neue Gesichter im Gemeinderat. In Ramsen übernimmt die Gemeinderätin Isabella Kerli zusätzlich zum Schulreferat auch den Vorsitz der Entsorgungs- und Umweltkommission. Sie löst damit Gemeinderat Hans-Peter Hug ab, der zukünftig neben dem Wasserreferat auch für die Bereiche Güter, Landwirtschaft und Flur zuständig ist. Neuer Bauamtsmitarbeiter ist Max Gretener. Und ab Mai wird Christoph Bürgin seine Tätigkeit als Gemeindeschreiber aufnehmen. Pendlerzählung auf der Strecke Stein am Rhein-Winterthur. Eine Interessengemeinschaft hat untersucht, wie viele Personen die Bahnlinie S29 zwischen Stein am Rhein und Winterthur nutzen. Das Ergebnis sind rund 500 Pendler zwischen Stein am Rhein und Ossingen. Weitere 500 Personen stoßen bis nach Winterthur dazu. Anhand dieser Zahlen möchte die Interessengemeinschaft Fahrten im Halbstundentakt auf dieser Strecke einführen lassen. Mehr Parkplätze beim Schützenhaus in Stein am Rhein. Der Steiner Stadtrat plant, den Parkplatz beim Schützenhaus zu erweitern. Insgesamt sind 77 weitere Parkplätze vorgesehen. Auf Parkierungsgebühren soll bis zur Eröffnung des Parkhauses am Untertorparkplatz verzichtet werden. Die neuen Parkplätze werden im kommenden Herbst und Winter gebaut. Die Kosten belaufen sich auf rund 155.000 Franken. Sanierungsarbeiten an Straßen und Wasserkanälen in Stein am Rhein. Der Steiner Stadtrat will die Öninger Straße bis zur Landesgrenze sanieren. Neben einem neuen Belag sollen auch die 60 Jahre alten Wasserleitungen überholt werden. Die Gesamtkosten für dieses Projekt belaufen sich auf rund 367.000 Franken. Ebenso soll der historische Wasserkanal unter dem Untertorparkplatz saniert werden. Im letzten Jahr war dort ein Wohnmobil direkt über dem Kanal eingebrochen. Bei starker Belastung besteht weiterhin die Möglichkeit, dass der Wasserkanal an einigen Stellen einstürzt. Die Kosten für dieses Projekt umfassen 113.000 Franken. Golfschlägerattacke in Schaffhausen. In der Nacht auf Karfreitag, den 2. April 2010, wurde in Schaffhausen ein 28-jähriger Mann niedergeschlagen. Die Täter setzten dabei einen Golfschläger ein, den das Opfer anlässlich seines Polterabends bei sich trug. Der Mann musste mit Verletzungen ins Spital gebracht werden. Die Schaffhauser Polizei bittet darum, Hinweise unter der folgenden Telefonnummer zu melden. 052 624 2424. Die Täter sehen wie folgt aus. Sie sind zwischen 20 und 25 Jahre alt, haben einen südländischen Einschlag, einer der beiden trug einen auffälligen Kinnbart und unterwegs waren beide in einem weinroten Auto mit Schaffhauser Kennzeichen. Geschwindigkeitsüberschreitungen zwischen Stein am Rhein und Eschenz. Am vergangenen Mittwochabend, den 31. März 2010, hat die Schaffhauser Polizei eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Zwischen Stein am Rhein und Eschenz resultierten 6 Verzeigungen und 46 Ordnungsbußen. Einem Autofahrer wurde der Führerausweis an Ort und Stelle wegen zu hoher Geschwindigkeitsüberschreitung entzogen. Er fuhr 33 Stundenkilometer zu schnell. Und nun zur Kultur. Same, same, but different, jetzt im Cinema Schwanen. Der neue Kinostreifen des deutschen Regisseurs Detlef Buck läuft am 17. und 18. April um 20 Uhr im Cinema Schwanen in Stein am Rhein. Zur Geschichte. Bei einer Reise nach Asien verliebt sich der junge Ben in die kambodschanische Srekio. Sie hat nur einen Traum. Einen Mann, ein Kind und einen Ort, an dem sie hingehört. Doch zurück in Deutschland erfährt Ben, dass seine große Liebe HIV-positiv ist. Ein Test ergibt, dass er sich nicht infiziert hat. Trotzdem fällt er in ein tiefes Loch, bis er begreift, dass Rekios Traum auch seiner ist. Dieses Melodram beruht auf einer wahren Geschichte und wurde packend, mitreißend und schön verfilmt.
Passend zum Film kann man sich mit einem Dreigangmenü in der Weinstube zum Roten Ochsen verwöhnen lassen. Wer sich auf den Kinobesuch kulinarisch einstimmen möchte, der kann dieses Angebot per Telefon oder E-Mail reservieren unter 052 741 23 28 oder unter weinstube@roterochsen.ch. Peter Pan im Kindertheater. Wer liebt sie nicht? Die Geschichte von Peter Pan und seinen Freunden, die niemals erwachsen werden wollen. Am 17. April um 16 Uhr lädt das Theater Stein am Rhein zu einer Reise ins Nimmerland ein. Gespielt wird das Stück vom Kinderensemble der Schwanen-Märchenbühne. Die Reservation wird empfohlen unter theater.steinamrhein@gmail.com oder per Telefon unter 052 741 19 33. Der Eintritt beträgt 10 Franken für alle Personen ab 5 Jahren. Merritt Larsen, Simple Minds und Roger Hodgson in Schaffhausen. Das neue Schaffhauser Open Air, das Festival, präsentiert diese Woche seine ersten engagierten Künstler. Unter anderem werden die Simple Minds, Merritt Larsen sowie Roger Hodgson in Schaffhausen auftreten. Weitere Musiker werden in den nächsten Wochen bekannt gegeben. Das Festival findet zwischen dem 5. und 7. August auf dem Herrenacker in Schaffhausen statt. Tickets sind ab sofort erhältlich unter www.das-festival.ch. Und nun zum Sport. Die Fußball-WM live in Stein am Rhein miterleben. Im Stadtgarten von Stein am Rhein soll während der Fußball-WM vom 11. Juni bis 11. Juli ein Public Viewing stattfinden. Der Stadtrat hat mit den Veranstaltern einen Vertrag abgeschlossen über die Durchführung des Anlasses und die Nutzung des Areals. Aus Sicherheitsgründen werden Eingangs- und Alterskontrollen durchgeführt sowie auf den Ausschank von harten alkoholischen Getränken verzichtet. Schwingete in Eschenz. Am 1. Aprilwochenende hatten in Eschenz insgesamt 70 Schwinger um den Sieg gekämpft. Hans-Ueli Senn vom Organisationskomitee zog nach dem Schlussgang ein positives Fazit des Schwingertages. Das Wetter sei vor allem am Nachmittag sehr gut gewesen und es habe sich niemand verletzt. Rund 1000 Besucher verfolgten die Kämpfe der 70 Schwinger und ca. 300 Jungschwinger. Der Herblinger Schwinger Pascal Gurtner unterlag im Schlussgang dem Thurgauer Benedikt Notz und erreichte trotz guter Chancen nur den 2. Platz. Aus für Chris Möckli am Ostercross. Der Motocross-Fahrer Chris Möckli aus Schlatt ist am Frauenfelder Motocross vom Ostermontag ausgeschieden. Möckli stürzte im ersten Lauf und konnte wegen starker Rückenschmerzen den 2. Lauf nicht mehr antreten. Im Trainingslauf hatte Möckli noch den 2. Platz belegt. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das sind die aktuellen Regio-News von dieser Woche gewesen. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder mit dabei sind und verabschiede mich von Ihnen. Auf Wiedersehen bei Telestein.